Weiter geht's mit Fahrenheit. Wir haben noch 16 übrig. Das heißt, wir haben 85% des Spiels durchgespielt. Ich habe jetzt meinen Arbeitsvertrag unterschrieben. Alles läuft gut. Und jetzt geht direkt schon los. Okay, ich muss das Kind. Ich muss ja das Kind finden. Show me the way, kid. Where are you? I need to find you. SF Thomas Orphanage. St. Thomas Orphanage, das passt. Erledigt und geschafft. St. Thomas Orphanage. Ehrlich jetzt? Die haben jetzt was miteinander, oder wie? Cool. Okay. Alles klar. Dann gehen wir zurück zur Bullerei. Im ganzen Land ist die Wasser- und Stromversorgung zusammengebrochen. Minus 47 Grad. Die Unterschlupf und die notwendigsten Güter bereitzustellen. Aber die Kälte und der Schnee behindern ihre Bewegungsfreiheit. Auch der Flugverkehr ist wegen der Stürme im ganzen Land zusammengebrochen. Wissenschaftler können diese Kältewelle, die inzwischen den gesamten Planeten betrifft, noch immer nicht vollständig erklären. Temperaturen sinken weiterhin weltweit. Die Behörden. Tja, da können wir nichts mehr machen. Jetzt liegt es beim Militär, den Leuten zu helfen. Du solltest ein wenig schlafen. Hast seit 2 Tagen kein Auge mehr zugetan. Dafür muss ich erst wieder warm werden. Mir ist alles abgefroren. Na, eben standst du noch in Unterwäsche da, also ich dich mal ganz offen was fragen? Dann wohl besser jetzt oder nie. Ich habe das Gefühl, du verheimlichst mir irgendwas in diesem Kane-Fall. Stimmt's? Ja, ich habe ihn gefunden, aber ich halte ihn für unschuldig. Ich habe nichts gesagt, um dich nicht darin zu verwickeln, Tyler. Bist du mir böse? Nein, wieso denn? Außerdem ist das nun eh unwichtig bei dem, was hier abgeht. Und solange du überzeugt bist, das Richtige zu tun, kannst du kaum daneben liegen. Stabil. Ist ja nicht sauber, das ist gut. Wer bist du? Was machst du denn Ach, hier? Ach Sam, du bist das. In einer Stunde geht ein Zug nach Florida. Wahrscheinlich für lange Zeit der letzte. Ich werde ihn nehmen, Tyler. Wenn es sein muss, auch ohne dich. Wenn du mich wirklich liebst, gibst du deinen Job auf und kommst mit. Wenn diese Kälte aufhört, fangen wir ein neues Leben an. Ein normales Leben. Du musst dich entscheiden, Tyler. Sorry, ich bleibe, ich muss den Mordfall lösen. Ich habe mich lang gefragt, wer ich bin und wohin ich gehöre, Sam. Aber jetzt weiß ich es. Es gibt Menschen, die Hilfe brauchen und die sich auf mich verlassen. Ich gehöre hierhin. Hier kann ich mich nützlich machen. Ich liebe dich, Sam. Ach du Scheiße. Aber ich kann das hier nicht aufgeben. Völlig fertig. Verstehe ich. Ich weiß zwar nicht, was unseren Planeten erwartet, aber ich wünsche dir viel Glück. So, habe ich Sam jetzt verlassen, oder wie? Okay. Und was jetzt? Ja, was jetzt? Ich schließe mich Jeffrey und Doug an. Sie klappern die südlichen Bezirke ab, um sicherzustellen, dass dort niemand mehr ist. Tyler, solange du überzeugt bist, das Richtige zu tun, kannst du nicht wirklich daneben liegen. Viel Glück, Carla. Ich habe keine Ahnung, wie das hier noch enden wird. Aber ich drück dir die Daumen. Weiß ich auch nicht, wie das hier enden wird. Waisenhaus, okay.
Da wären wir. Bist du dir deiner Sache sicher? Das Orakel hat das Kind gesehen, genau wie ich. Er wird sie suchen und kann jeden Moment da sein. Ich muss sie finden, bevor er es tut. Warte hier auf mich. Ich beeil mich. Okay, auf geht's. Lass uns endlich mal dieses Indigo-Kind finden. Verzeihung. Ich darf keine Zeit verlieren. Ich muss das Mädchen vor dem Orakel finden. Bist du praktisch schon da, oder was? Hallo? Hallo? Sie dürfen da nicht rein! Ich muss mich beeilen. Das Orakel wird jeden Moment da sein. Weil soll ich denn wissen, welche Tür das ist? Soll ich die Tür abklappen, oder was? Schwarze Haare. Nächste Tür. Du bist. Du bist es auch nicht. Was sind das für Türen hier? Nein, so sah sie in meinen Visionen nicht aus. Okay, weiter geht's. Nächste Tür. Tür gegenüber. Nein, so sah sie in meinen Visionen nicht aus. Ich schaffe nur die Hälfte der Türen hier. Nein, das ist sie nicht. Zwei Türen. Wir dürfen da nicht rein. Scheiße. Aha, du lebst noch immer. Ich weiß zwar nicht, wie du das geschafft hast, aber das spielt jetzt keine Rolle mehr. Du hast verloren. Das Kind gehört mir. Nun werde ich dich endlich aus dem Weg räumen. Ein für alle Mal. Was mache ich jetzt? Ja, Notausgang und jetzt? Aufs Dach. Ich habe das fucking Kind nicht gefunden. Damit endet meine Geschichte. Ach, du Hurensohn! Einfach wieder von vorne. Thank you.
Was? Ich hab's geschafft. Na komm. Bitte sei endlich fertig, Mann. King Haley. Komm, jawohl. Jawohl, I did it. Puh, holy fuck. Meine Fresse. Junge, warum so kompliziert? 6 Minuten. Dringend Leben von... Sie haben das Kind verloren. Agatha. Das Schicksal der Menschheit hängt für die nächsten 10.000 Jahre vom Schicksal dieses Kindes ab. Eine neue Ära voll Friede und Sicherheit. Oder die Herrschaft von Eis, Terror und Tod. Sorry, ich hab den letzten Raum nicht mehr geschafft. Aber sie enttäuschten uns bitterlich. Dieses Kind, warum ist es so wichtig? Zu Anbeginn der Menschheit verkündete ein Prophet, eines Tages würde ein Kind geboren werden, dessen Seele absolut rein sei. Es würde ein Geheimnis enthüllen. Die Antwort auf alle Fragen. Und der, der diese Antwort höre, erlange unbegrenzte Macht. Was ist auf dem Rummelplatz passiert? Nach dem Einsturz der Achterbahn erinnere ich mich an gar nichts mehr. Sie starben ja auch dabei. Wir fanden ihren Körper und belebten sie wieder. Aber in Wahrheit What the fuck? Sind sie tot, Lukas. Sie belebten mich? Wir haben gewisse Fähigkeiten, die sie erstaunen mögen. Sie wiederzubeleben war für uns nur ein leichtes. Alles klar.
letzte Teil. Als wir dich wiederbelebten, fügten wir deinem Cortex ein Modul hinzu. Da du bereits tot bist, kannst du zwar nicht getötet werden, aber ich kann dich trotzdem vernichten. Ich brauche dich nur berühren und schon wirst du für immer ausgelöscht. Jeglicher Widerstand ist sinnlos. Ich kontrolliere dich bereits. Auf gar keinen Fall. Auf gar keinen Fall. Steh auf, Lukas. Schnell. Schnell. Hierher. What the fuck are you? Was will dieses Energiewesen jetzt plötzlich von mir? Auf. Ich hab das gar nicht. Dem Dude. Ah, da holt sich jetzt wahrscheinlich das Kind. Unterirdische Geheimbasis.